Ja, gemeinsam spielen, finde ich, ist eine schöne soziale Tätigkeit, die verbindet einfach. Ich weiß, so früher LAN-Partys, die wir gemacht haben, du bist halt mit Freunden da, zockst halt von mir aus die ganze Nacht durch. Ey, das ist besser als Fernsehen gucken, sage ich einfach mal. Das ist eine extrem gute Frage, warum Leute anderen Leuten beim Zocken zugucken. Ich gehe davon aus, dass ich die Frage nicht vernünftig beantworten kann, weil es mir bis heute ein Rätsel ist. Ich mache YouTube mittlerweile seit 8 Jahren und es war für mich von Anfang an die Frage, warum spielt der denn eigentlich nicht selbst? Aber das Komische ist halt, ich gucke selber anderen Leuten beim Zocken zu, während die zocken und ich nicht. Ich habe da einen Social YouTube-Kanal, der heißt Brofka, der macht Oxygen Not Included. Super cool, der ist mega smart, der Typ, der weiß alles über dieses Spiel und ist einfach super geil, dem zuzugucken. Und da ich die Antwort für den geben würde, würde ich jetzt im Reverse sagen, dieselbe Antwort zählt dann auch hoffentlich für uns. Gemeinsam spielen wird die Spielewelt dahingehend verändern, dass wir ganz viele Events sehen werden. So wie es mit E-Sports jetzt schon passiert, werden wir soziale Events sehen für Rollenspiele. Ganz viel wird gesellschaftlich akzeptiert werden und wir werden sehen, dass Zeitungen, Fernsehen und Radio auch darüber berichten. Der einsame Gamer ist vielleicht ein Spielertyp, jemand, der sehr gerne auch mal ein Spiel für sich alleine spielt. Ganz viele dieser Casual Games, sagt man dazu, also Spiele, die man mal schnell nebenbei spielt, spielt man ja allein. Aber das ist eher ja, eine kleine Nebentätigkeit. Der einsame Gamer, der zu Hause in seinem Keller sitzt und die Spiele durchsuchtet, den gibt es, garantiert. Ne? Aber das bleibt jetzt ein Klischee. Ich glaube, das ist nicht mehr das Allgemeine. Wir sind, was die Konsumenten betrifft, so der fünftwichtigste Markt auf der ganzen Welt. Was aber dann die Produktion betrifft, bei nur 4% aller Spiele, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir haben aber dafür ganz tolle Entwickler, ganz tolle Programmierer. Wir sind auch, was die Attraktivität von ausländischen Arbeitskräften betrifft, sehr, sehr hoch eingestellt, haben da jetzt auch die Arbeitsbedingungen erleichtert. Das heißt auch die Möglichkeit für diejenigen, die aus dem Ausland kommen, bei uns zu arbeiten. Aber wie gesagt, da können wir auf jeden Fall noch mehr als eine Schippe draufsetzen. Wenn ihr